mal live mitten in Villach. Ich kann euch sagen, ich bin ja jahrelang da in Villach Schule gegangen, gell? Aber das Lokal ist mir leider, das habe ich nicht gefunden, gell? Vor lauter immer bei den anderen am Hauptplatz hängen geblieben. Aber es freut mich umso mehr, heute hier mit dabei zu sein, das Lesachtaler Dorffest und alles andere, was mit dem Wanderherbst zu tun hat im Lesachtal, mit euch zu feiern. Wer die passenden Schuhe, das Steigeis mitpackt, kann ruhig tanzen. Da war die Nacht und ich war da. War auf der Suche nach Zärtlichkeit in diese Stadt. Im Rausch der Musik spürst du den Takt, wie mein Herz an dich. Komm, halt mich fest. Danke, ich bin ja wirklich stolz, Lesachtalerin zu sein. Ich komme natürlich viel, viel umeinander. Immer und ewig die erste und große Liebe bleiben. Und dazu mein Titel, ein Feuerwerk der Liebe. Wird
Dankeschön noch einmal unsere Alexandra und sie kriegt nochmal einen ganz, ganz großen Applaus. Sandy, herzlichen Glückwunsch. Wir wünschen dir auf deiner Tour alles Liebe, alles Gute. Dienst, die schöne Urlaubszeit. Unter dem Motto sind wir heute benannt. Das ist die Chefin, die Sisi, das ist die Kerstin, eine ihrer großen Kellnerinnen. Das ist die nächste Damenrunde, die Maria und die Moni, die ebenfalls in diesem Team mitarbeiten. Und wir haben heute einen ganz lustigen, lässigen, netten Abend erlebt und erleben dürfen. Lesertaler kommen nach Villach und wir treffen Freunde. So ist es. Wobei man dazu sagen muss, dass ich Sisi ja schon 31 Jahre lang im Lesachtal Urlaub und eigentlich dort Freundschaft gewonnen habe. Ja, die Alexandra Alexa. Das ist natürlich schon, das ist ein Wahnsinn, dass die da war heute. Muss ich echt sagen. Auch die Musikanten und Sänger und alle, die da waren, super. Ich möchte uns alle ganz herzlich bedanken für den lieben Abend, für die liebe Leute, die da waren und danke vielmals. Einfach danke. Dankeschön.